NRW Benjo. Nach wie vor, ja, denke ich mal. Ja, bitte. Was sind denn die Aufgabengebiete? Da gibt es noch, was einzuwerfen. Polizei im Norden und die Polizei im Süden oder so. Machen Sie nicht so schnell, Herr Verteidigungsminister. Genau. Moment, auch mal eins nach dem anderen. Wenn ich mir einen Krautsalat kaufen will, gehe ich in den Aldi. Ich würde wirklich vorschlagen, dass wir... Ja? Ich hole den immer bei Ümit. Besser. Direkt vom... Und das Unfaire ist, ich habe hier vor mir jetzt eine Spinatlasagne liegen, ja? Ja. Weil Hort, der Penner, ja, mir Spinatlasagne mitgebracht hat und er ganz genau weiß, dass ich Spinatlasagne liebe. Und da wollte ich dann nochmal hier in der Öffentlichkeit ja auch sagen, ja, Herr Hort, Sie sind ein Arschloch. Finde ich aber ein bisschen frech, sag ich dir ehrlich. Ich bin so extra viel. Deswegen zu spät gekommen. Ich habe dir die extra gemacht, frisch. Ach, das ist aber lieb. Wo ist unser Stück? Ja. Jungs, komm, lass uns mal weiter. Der eine oder andere muss gleich los. Lass uns mal ein bisschen durchziehen, komm. Genau, mir wäre es wichtig, bevor wir da jetzt die Nachtwache machen, dass wir auch dafür, dass wir auch dafür ein Eid machen. Ne? Also jeder, der sich dann da der Nachtwache anschließt, dass wir da ein Eid niederlegen. Ein Ei? Ja, ein Eid. Nicht ein Ei. Das könnte auch sein. Laser, wenn du das kannst, dann kannst du den Vortritt. ich sehe auch Eid. Herr Brooks da drin in so einer Sache. Aber wenn wir alle ein Ei dafür geben, das ist doch gerecht, oder nicht? Dann habe ich zwar keins mehr, aber ein Ei können wir alle geben. Es ist gut. Wir können ganz das kurz Ding mal hier, ich bin ein bisschen zu spät gekommen. Ne? Erstmal, Herr Aal, freut mich, Sie wieder in Ihrem Amt zu sehen. Dankeschön, der Herr. Und auch hin. Wir können das Ding auch, umschreiben. Ja? Wir können auch sagen. Moin, Herr Brooks. Dachchen. Schönes Hemd. Danke, gut sehen Sie aus. Kuss. Das hat Herr Brooks schön. Nehmt euch ein Zimmer. So, und wir können das Ding auch... Was hat er gesagt zu mir? Wir machen nicht Nachtwache, sondern wir machen Nacktwache. Hä? Nacktwache? Ja. Okay, Nacktwache sehe ich mich auch. Da bin ich für 12. Wenn Sie mir jetzt noch mit Kanus kommen, Hort, dann bin ich da aber nicht dabei. Okay. Da gehören Sie auch hin, hat er gesagt. Den ich mir wünsche, einmal aufsagen. Sagen. Ja, aber gehen Sie bitte dafür komplett in die Mitte. Ja. Dann möchte ich aber auch, dass das jetzt einmal notiert wird. Liste draußen. Ist draußen. Gut. Einmal zum Mitschreiben. Ja, das wird der Eid sein. Herr Hort. Ja. Bitten Sie bitte den Herrn rechts neben mir, das mitzunotieren. Ramirez? Nein. Aufstehen und salutieren. Richtig, Herr Hort. Ach so. Datayo Ramirez. Ja, ich bin dabei. Sieh zu, dass du es aufschreibst. Ja. Salutieren. Ich hab noch was vergessen. Moment. Ich versuche gerade einen Eid zu Oberst meldet sich. Doch nicht hier, du Arsch. Vier Sterne, General Hort. Ich grüße Sie. Ist er dabei? Ja, rühren Sie sich. Datayo, rühren Sie sich. Komm. So, einmal aufschreiben. Ja. Hört meine Worte. Bataillon runter vom Tisch. So, der Eid beginnt. So möchte ich den Eid haben. Doppelpunkt. Hört meine Worte und bezeugt meinen Eid. Die Nacht zieht auf und meine Wacht beginnt. Sie soll nicht enden vor meinem Tod. Ich will mir keine Frau nehmen, kein Land besitzen, kein RS6 besitzen, keine Kinder zeugen. Ich will keine Kronen tragen. Und kein Ruhm begehren. Ich will auf meinem Posten leben und sterben. Ich bin das Schwert in der Dunkelheit. Ich bin der Wächter auf den Mauern. Ich bin der Schild, der die Reiche der Menschen schützt. Ich widme mein Leben und meine Ehre der Nachtwache. In dieser Nacht und in allen Nächten, die kommen. Okay, ich wiederhole. Fertig. Ich wäre gern ein Nachtwächter. Bitte nimmt mich auf. Es ist mir eine Ehre, auch wenn ich bin ein Lauch. Ich hätte gern ein RS6 und meine Freunde sogar auch. Zusammen haben wir viel Spaß. Ja auch. Ja, fast richtig, würde ich sagen. Es war nah dran, sagen wir es mal so. Herr Brooks. War gut. Danke. Herr Brooks, wollten gut, Sie will einmal noch jemand. In der ganzen Zeit, wo ich Sie kenne jetzt, einmal cool sein? Rühren? Ich bin cool im Uncool sein.
Hat er geschafft. Komm. Das war gut. Das war wirklich gut. Ja, doch, Musik, ja. Ja, also ich stimme dem Schwur nicht zu. Das sehen wir noch nicht. Ja. Hast du einen eigenen? Ja, nein, also ihr habt gerade alle den Frauen abgeschworen. Ey, Sparta, du hast gerade den Frauen abgeschworen. Also, was? Du. Hä? Bitte, wer? Was? Wer ist hallo? Denn Sparta? Ach, hallo? Entschuldigung. Wer ist das denn? Moment. Was? Ich muss einmal ganz kurz die Logik anrufen. Moment. Ich rufe kurz die Logik an. Durst, Junge. Huch. So lost, ey. Ist da die Logik? Ist da die Logik? Moin, Logik, wie geht's dir? Ach man, Jungs, ey. Toast. Ja, komm, scheiß drauf einfach. Nee, ey. Ah. Wirst du meine Anwesenheit schon... Ach, scheiß drauf, Mann. Ich unterschreibe den Spur auch. Ja, dachte ich mir schon. Das war wieder ein richtiger Griff ins Klo und ich hoffe, du hast richtig in die Pampe reingelegt. Halt einfach deine Schnauze, Sentenza. Ja. Ich habe gehört, der Berner wollte jetzt noch irgendwas da reinreden wegen der Sache. D'Artagnan. Ja. Berner will nicht reinreden, sondern was will er machen? Er möchte ja, Berner, was will einheben. Berner? Mach los. Ich wollte nochmal auf die Spezialeinheit zurückkommen, bevor wir das Ganze hier so schnell werden. Ja, da müssen wir ganz dringend zurückkommen. Weil ich denke, sind da ungefähr echt selten passiert, ne? Livestream? Das passiert mir echt selten sowas, ne? Krass da aus. Das so. Ja, was machen die da draußen? Mir geht's nur darum, dass wir das Ganze hier auch nochmal klar definieren, bevor es dann nachher heißt, nee, haben wir nicht angesprochen, weißt du? Ja. Ist denn da draußen? Ja, gar nichts, was ist denn da? Wir haben einen Job! Einen verkackten Job hier zu bewachen! Wenn ich nicht da bin! Angriff jetzt! Ein scheiß Job! Raus. Du hast deine verdammte Lanze vergessen, mein Freund! So kannst du nichts ausrichten! Oh. Was ist denn hier los? Naja. Jungs, lasst uns mal weitermachen, kommt. Wieder so leise. Gestern warst du lauter. Liegt das? Ja, Rort, danke fürs Beinstellen. Ich würde tatsächlich das Gespräch einfach ein bisschen früher. Na komm, Sentenzer, jetzt komm mal ein bisschen aus hier raus. So kenne ich dich ja gar nicht. Er darf doch gar nicht. Ja, deswegen. Ich komme hier nicht raus, ich drehe gleich durch. Ich muss hier raus. Da ist der Igel auch wieder an der Leine. Einmal kurz raus. Ja, warte. Und ganz schön kurz gehalten. Ganz schön kurz gehalten. Ja, die zwickt ihm auch ein bisschen am Hals. Lass das mal offen. Wir müssen ab hier ein bisschen beschleunigen, ja? Das müssen wir, ja. Mhm. Ja. Ich glaube, die Justiz hat auch noch was Wichtiges zu verkünden, oder nicht? Ja, dann los. Dann jetzt mal hopp hopp, damit wir hier mal durchkommen. Also, Zweckspezialeinheit. Lassen Sie uns erstmal fertig machen mit der Spezialeinheit. Die Polizei bzw. Herr Wotten haben entschieden. Bernau. Ja. Ja, was ist denn jetzt? Können wir nicht erstmal einen Punkt nach dem anderen erstmal komplett auch vollständig abhaken? Ist so abgehakt. Jede Partei, das will ich jetzt auch so das durchhaben, jede Partei ist mit dem Bau dieses Grenzzaunes einverstanden. No. Ja, mein Polizei, Herr. Polizei, ja. Justiz. Ja, wir sind einverstanden damit. Das so machen, einheitlich. Wir haben auch keine Widerrede. Wie ist das aber mit eurer Zuständigkeit? Denn was ist, wenn der eine mal auf die andere Seite muss und allgemein? Wir arbeiten mit überhaupt kein Problem. Wir arbeiten mit schwimmenden Grenzen. Wenn wir eine Verfolgungsjagd Richtung Norden haben, kommt die Bundeswehr dazu und genauso auch andersrum. So sieht's aus. Jetzt möchte ich nochmal was sagen. Ramirez. Ja, der Krawall Ramirez. Da draußen gerade kam von der Justiz. Ramirez! Hinsetzen, Bubble halten. Dann bleibt natürlich noch eine Frage. Wird die Bundeswehr endgültig hoch aufs Militärgelände ziehen? Das macht ja nicht so viel Sinn, wenn die hier in der Stadt Richtig. Ist. Richtig. Und zwar war der Herr Laser so lieb und
hat sich mit einem Architekten zusammengesetzt und hat einen Umbau des Kasernengeländes in Auftrag gegeben. Ja. Dann noch einmal herzlichen Dank. Gerne, gerne. Diesen Umbau habe ich unterzeichnet, genehmigt. Mhm. Die Dienststelle, die wir hier in der Stadt haben, wird geschlossen. Die Bundeswehr soll dann komplett aufs Kasernengelände wechseln. Elgato hat reingeschützt wieder? Ja, vollständig. Gleichzeitig habe ich einen komplett neuen Fuhrpark beantragt, wo wir auch ein vollgepanzertes Fahrzeug, den Bruder eines Dingos, erhalten. Und ein vollgepanzertes Fahrzeug mit Geschütz, was zur Verteidigung dieser Stadt von Fraktionen, die uns wie in der Vergangenheit durchgehend auf der Nase rumtanzen, genutzt werden darf. Finde ich eigentlich gut. Gleichzeitig bekommen wir auch noch Jets, die zur Bewachung der Grenzposten, der Kontrollposten eingesetzt werden dürfen. Mannschaftshelikopter, Mannschaftstransporter. Komplett neuen Einsatz Fuhrpark. Okay, von treiben Sie ein bisschen. Einem Silverado bis hin zu Durango bis zum Crown Victoria und der neuesten Generation des Dodge Chargers. Oh, Color Master. Ich hätte, was das angeht, hätte ich nur eine einzige Bitte als 4-Sterne-General der Bundeswehr. Bist du da? Richtig. Dieses Anliegen ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Sonst habe ich da nichts hinzuzufügen. Mir ist wichtig, dass wir den großen Bruder dann vom Dingo, also vom gepanzerten Fahrzeug, was dann kommen wird, Herr Wasser, vielen dass Dank wir den dann nicht mehr, Dingo danke. Nennen, sondern Ingo. Oh, dass das auch eine gewisse, ein gewisses einheitliches Muster hat, dass die Leute draußen auf den Straßen auch wissen, jetzt kommt nicht Dingo, sondern Ingo. Ich denke, dass das leichter auch in den Kopf reingeht und dann auch draußen für Angst und Schrecken sorgt. Finde ich gut. Ingo Ongsen. Ich habe auch eine Frage, Herr Toast. Mhm. Könnten wir vielleicht Fahrräder haben für die Stadt? Und Motorräder? Und Motorräder. Meinen Sie jetzt für Bernau, weil er mit einem Auto nicht umgehen kann? Ja, da wäre ein Dreirad ganz gut, aber... Also so oft, wie Berno der Führerschein schon entzogen wurde, würde ich Kettka mehr empfehlen. Ja, Nils, das Feeling vom Autofahren. Aber mit Blaulicht. Ja, natürlich mit Blaulicht. Ne, ist was angedacht für die Pol? Ja, jetzt mal. Jetzt mal ehrlich, ist noch für die Ernsthaftigkeit auch mal wieder zurück. Absolut. Ist für die Pol auch noch was angedacht? Ja, zurück zur Ernsthaftigkeit. Herr Toast? Ernsthaftigkeit. Ich habe... Herr A., Sie haben die Möglichkeit, Wünsche selbstverständlich auch zu äußern. Ja, ja, wie gesagt, war erstmal eine grundsätzliche Frage, ob was in Planung war. Nur ob hier. Aal wünscht sich definitiv Bobbycar mit Anhänger, damit er mit Berno zusammen Streife bildet. Das wäre süß. Das wäre süß. Ob hier einen Fahrrad Sinn ergibt, nein, das war natürlich, Spaß. Fände ich. Motorrad, muss ich aber ehrlich sagen, wäre ein cooles Ding. Und ich glaube, Bundeswehr auf dem Motorrad würde ich auch noch fühlen. Ja, würde ich auch fühlen.